Und hier jetzt eine Live-Schalte von der Premiere. Wir sehen Olga und das Tanzteam der Tanzsuite. Hallo, winke, winke. Toi, toi, toi. Ich finde, artig sein ist manchmal gar nicht leicht. Wahrscheinlich muss man es auch überhaupt nicht sein. Denn der Weihnachtsmann, der Gute, brachte mir noch nie die Rute. Für Geschenke hat's auch jedes Mal gereicht. Vor meinen Augen glitzert da ein schönes Klunker-Flunker-Teil. Und jemand sagt, fass das bloß nicht an. Doch ich bin schon so gespannt und es juckt in meiner Hand. Und fasse ich es an, geht es in zwei. Ich finde, artig sein ist manchmal gar nicht leicht. Wahrscheinlich muss man es auch überhaupt nicht sein. Denn der Weihnachtsmann, der Gute, brachte mir noch nie die Rute. Für Geschenke hat's auch jedes Mal gereicht. Man sagt, hier wird heute nicht gequatscht. Doch schon wird mein Mund ganz rund und plappert aus dem einen Grund. Dann muss ich wieder vor der Türe stehen. Täglich hopp hopp hopp. Und einmal täglich hopp hopp hopp. Doch einmal täglich hopp hopp hopp. Krieg ich's im Kopf, dann wird gerockt. Alle, die mich sehen, sind total geschockt. Die denken sich, der Weihnachtsmann ist wohl bekloppt. Sie staunen dann, hey Weihnachtsmann, dass der auch sowas kann. Es kann noch ein Gedicht mal sein. Selbst gemacht, das wäre fein. Überraschung hin und her. Freu mich über vieles sehr. Doch mein Herz besonders lacht, wenn du etwas selbst gemacht. Ein Lied hör ich mir gerne an, auch mal eins vom Weihnachtsmann. Und es wäre der Oberclou, tanzten wir auch noch dazu. Überraschung hin und her, freu mich über vieles
sehr, doch mein Herz besonders lacht, wenn du etwas selbst gemacht. Auch dein Lachen freut mich sehr, davon wünsch ich mir noch mehr. Freu mich ist dein Himbeermund, wenn du staunst ganz kugelrund. Überraschung hin und her, freu mich über vieles sehr. Doch mein Herz besonders lacht, wenn du etwas selbst gemacht. Überraschung hin und her, freu mich über vieles sehr. Doch mein Herz besonders lacht, wenn du etwas selbst gemacht. Überraschung hin und her. Was war das Besondere am Auftritt? Also während der Fahrt war, also ich fand die schönsten Momente fand ich halt, wenn wir uns umgezogen haben und dieses Verwandeln in die nächsten Kostüme und halt diese Zusammensein der Garderobe und Helfen. Das Besonderste an diesen Tanzaufführungen fand ich, dass wir deutlich besser zusammengekommen sind und besser zusammengewachsen sind. Und was man auch ziemlich gemerkt hat, weil man auf den ersten Aufführungen sich immer nur toi 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 gewünscht hat und dann vorhin lagen wir uns alle in den Armen und da hat man schon gemerkt, wir sind einfach viel mehr zusammengewachsen. Ich fand das Besonderste an dieser Phase den Ausflug nach Bernau, weil das war auch sehr cool und schön. Ja. Ja, ich fand am besondersten, als wir auf der Bühne Werwolf gespielt haben. Es war tatsächlich sehr witzig. Ich fand es am besondersten, als wir alle zusammen auf der Bühne lagen und zusammen gequatscht haben. Als besten Moment fand ich den ersten Auftritt, weil da hatte man am meisten Lampenfieber und es hat irgendwie am meisten Spaß gemacht. Genau. Ja, ich fand es auch, ehrlich gesagt, also mein schönster Moment war auch der erste Auftritt, weil ich war halt auch so, dass man halt so, man hatte aus der Torwart Lampenfieber und dann war ich halt so total froh, als ich dann auf der Bühne stand und dann auch wirklich mir halt das halt dann auch einfach gemacht habe, anstatt irgendwie, ja. Also das Besonderste am Auftritt war immer die Fahrten. Die Fahrten zum Tanzen und als wir auf der Bühne waren. Ja, und halt auch, dass wir erklären mussten, auch dass wir auch zum Beispiel, wenn wir mitten im Tanz irgendwie was falsch machen, dass wir dann meistens irgendwie kurz gestoppt haben und dann irgendwie kurz auf der Bühne, also kurz im Saal standen und kurz überlegt haben, wie es jetzt weitergeht. Aber jetzt war es halt, haben wir jetzt halt gelernt, dass wir dann einfach weiter tanzen müssen, sonst wäre das halt blöd. Mhm. Wenn unser Hut runterfällt, dann müssen wir einfach weiter tanzen. Aha. Lisa? Wenn wir was falsch machen, vorsichtig einen Schritt zurückgehen oder nur mit den Augen nach links und rechts gehen, nicht mit dem Kopf. Stimmt. Noch irgendwas? Noch jemand was ganz Neues für sich entdeckt? Alina? Gut. Wenn man halt auf der Bühne steht, dann ist es ein anderes Feeling. Also man muss die Choreo dann so 10-mal besser können und auch so richtig wirklich
sehr krassen Kopf haben, dass man sich nicht vertanzt durch das ganze Licht und so. Und deswegen muss man halt sehr gut gucken. Wir haben gelernt, dass dort man auf jeden Fall heilig ist, weil wenn man hinter der Bühne was nicht findet, dann kann das sehr stressig werden. Ja, wir haben auch gelernt, dass man sich nicht um sich selber kümmert, sondern dass man auch sich um andere kümmert, also dass man auch die anderen checkt und guckt, dass das Ding okay geht und dass die auch mit der Situation klarkommen. Und zum Beispiel vor der Bühne oder also hinter der Bühne sozusagen, dass sie nicht aufgeregt sind und dass man sie dann beruhigt. Wir haben auch gelernt, dass wir auf der Bühne auch immer weiter so stark machen, also dass wir da trotzdem immer weiter trainieren sozusagen. Und nicht einfach dann nur privat rumstehen. Und ja. Wir haben auch noch gelernt, dass man halt auf der Bühne nicht nur ins Publikum gucken muss, sondern auch mal zu seinem Nachbarn, der zum Beispiel mal irgendwie Hilfe braucht und einen anguckt, zum Beispiel oder so. Wir haben gelernt, dass man auch, wenn man einen Fehler macht, einfach weitermacht, weil sonst fällt der Fehler halt auf. Dass ihr da wart. Das war richtig schön, heute da zu sein, weil wir selbst mal mitgetanzt haben. Also ich habe Schneekönigin getanzt und war mal der Bär und ganz verschiedene Rollen und auch mit Novo zusammen. War richtig schön, das mal so von vorne zu sehen, also nicht nur hinter der Bühne, sondern vor der Bühne das auch mal anzugucken. Man hat richtig gesehen, wie alle gestrahlt haben, wie es Spaß gemacht hat. Waren richtig schöne Momente dabei. Durch die vielen Vorstellungen hat man natürlich jedes Mal immer was dazugelernt und konnte das dann auch immer wieder gleich einbauen. Ja, genau, und wir haben auch ganz viel Selbstbewusstsein, glaube ich, gewonnen. Also einfach auf der Bühne zu stehen, vor Publikum, mit denen zusammen da zu strahlen. Und genau. Mir ist es immer richtig schön, weil man hat immer so ein Ziel vor Augen, dass man mit allen zusammen so erreichen konnte. Also die Auftritte waren halt immer irgendwie jedes Jahr so das Highlight, finde ich, weil man auch schon im Trainingslager zusammen hat angefangen zu proben und ja, auch alle zusammen auch in den verschiedenen Besetzungen so die Zeit miteinander zu verbringen. Kriegst du im Kopf, dann wird gerockt. Alle die sind so total geschockt. Die denken sich der Weihnachtsmann ohne Glocken. Die schauen hin und dann, hey Weihnachtsmann, dass der auch sowas kann. Und auch durch die Umzüge zwischen den einzelnen Tänzen während der Vorstellung ist man natürlich auch immer schneller geworden und hat darauf geachtet, dass man alles immer an die richtige Stelle legt. Genau, dass uns auch gegenseitig immer geholfen haben. Also wenn der eine Hilfe braucht mit seinem Kostüm, dass man das so strukturiert hat, dass man halt gegenseitig so das Beste aus einem rausholen kann und die Zeit genauso schnell wie möglich das über die Bühne bringt.